Mann, ey, es geht. Alle so ein Sack hier, ey. Nur Pakete, Pakete, Pakete. Jetzt noch hier so ein riesen Paket. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Überall alles vollgestellt mit Feuerwerk. Ey, ich hab keinen Bock, das aufzumachen, Alter. Ungelogen. Mann, ey. Du! Ich? Ja, du. Ja, komm, du machst, jetzt mein, du machst jetzt mein Paket, ey, auf. Ey, lass mich doch einfach hier sitzen. Oh, oh, oh. Ey, ja? Nein! Oh, Junge, der will mich einfach mit Gift abwerfen. Ja? Ey, komm, komm, chill, los jetzt! Chill, los jetzt! Ja, ich komm ja schon, alles gut, komm. Gut. Und damit, so Leute, und herzlich willkommen! Oh ja. Ja. Ja? Zu! Hast du vergessen, einmal Video? So. Ja, Leute, ihr seht. Unsere meine Tauschbüro-Bestellung 2019, die heute, ich glaube, schieben. Ich glaub, schieben, also ja. Schieb das Paket. Ja. Schieb das Paket. Wo soll ich es hinschieben? Ins Wohnzimmer. Also, ich habe mir mal überlegt, Boys, der Lennart wird mal meine Bestellung auspacken. Oh, da brauchst du nur noch ein Messer. Ah, das haben wir hier. Genau, der wird heute mal meine Bestellung auspacken, weil ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Bock darauf, dass Lennart mal was macht für mich. Ihr seht ja, wie es hier momentan aussieht, es ist alles sehr, sehr voll und naja, und Lennart, dann würde ich mal sagen, machst du mal den ersten Schritt. Sehr gerne. Bestellt wurdest du für fast 300 Euro, deswegen wundert mich, dass ein Paket ja, ist. Ja, das ist ein bisschen. Das ist sehr wunderschön, aber das ist wahnsinnig schwer. Also, wirklich wahnsinnig schwer. Hallo. Boi, Alter. Oha. Okay, ich weiß teilweise tatsächlich nicht mehr, was ich hier bei Tosch alles bestellt habe. Okay, mal damit. Ah ja, okay. Space Project. Das ist die Space Project von Leslie. Eine unfassbar kranke, Junge, halt die mal, also dreh die mal mit auf den Kopf, dass man sieht, wie, genau. Eine sehr, sehr, sehr fette Fächerbatterie. Alter, what? Die hätte ich ja niemals so groß gedacht. Lennart weiß bestimmt nicht, was das ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Eine fette, ja. Fette Heulerbatterie. Ich glaube, die wird mit auf unserem Brett eine Verwendung finden. Und ja, dann machen wir mal weiter. Übrigens, dieses Brett. Oh ja, das ist mir hier schon bauen. Ja, ich denke mal, dazu kannst du was sagen. Das nein, genau, kann ich nicht. Oh nee, das ist genau die... Das ist auf jeden Fall eine super günstige 10€ Batterie mit einer Fontäne am Anfang und dann 3 Stufenheuler und dann, ich glaube, eine 10er Salbe Gold auf einmal. Zeig die mal von oben. Ein fettes Ding, wirklich. Wird auch wieder dort hinten aufs Brett gebaut. Moment. Dann noch einmal hier? Natürlich, ja. Zweimal. Ey, oh, endlich kann ich sagen, dass ich im Haushalt Burn it oder wohl eher, dreh die mal. Also, ja, genau da. Wo sieht man es denn? Ah, nee. Nee. Naja, auf jeden Fall ist es eine Batterie von Fuhrwerk Total. Endlich darf ich diese Marke in meinem Haus haben. Ich weiß allerdings nicht mehr, was die macht. Ah, die war sehr günstig. Naja, machen wir erstmal einen kleinen weiter hier, würde ich sagen. Oh, das wusste ich gar nicht, dass ich die bestellt habe. Die Decibels. Oder hier die Wrecking Bulls aus der Decibel-Serie, auch im Fuhrwerk Total. Haben wir noch ein paar Packungen mehr hier. Oh, Junge, das sieht aus. Geil, wirklich. Oh ja. Willkommen. Was? Was ist denn das? Hä? Lol, das ist, Event? Das ist wahrscheinlich ein Geschenk. Den habe ich nämlich nicht bestellt. Von Fire Event, der Modern. Tosch Büro, falls das jetzt gratis war, dann danke. Geil. Leute, ihr hört by the way, meine Stimme ist richtig am Arsch. Aua. Ja, genau. Das ist der Sabalot. Ich glaube, das müsste eine Fontäne sein. Ja, das Design war, glaube ich, Bestellgrund. Ja, das ist richtig geil. ja, werden wir mal gucken, was die so im Test da gibt. Ich sehe mal Teste für euch. Was wollte der denn jetzt raus? Jetzt haben wir hier Spinning Salvo von Pyromania. Hatte ich damals schon bestellt. Ein kleiner Cut-1-Effekt. Finde ich auch sehr interessant. Noch ein Tauschbüro 56. Oh, hab ich die dreimal bestellt. Umso besser. Ups. Space Flyer. Mhm. Die kennt man ja schon. Das hatte ich letztes Jahr schon. Mhm. Schöne Flieger. Kann ich euch nur ans Herz legen, die Dinger. Richtig geil. Ist das nicht geil? So gepasste, gepackte Kisten. Was haben wir hier?
Dragon Slayer. Ja, das war eine Aktion von Tosh Pyro. Da hast du eine gekauft, zwei bekommen. Das sind kleine Dings. Mach die doch mal auf. Zeig doch mal eine in die Kamera. Ui. Ja, sehr schön, du. Die sehen richtig, richtig gut aus. Jedenfalls. Krass. Krass. Richtig schick. Gefällt mir. Und die Kiste, die wird leer, aber die ist immer noch sehr, sehr voll. Was haben wir denn hier? Kick. Oh ja, ein alter Klassiker von Leslie, zeigt dir mal von oben. Das sind, Crackling-Fontänen. Einfach nur Crackling-Fontänen. Die sehr lange drin. Sind sehr nervig. Aber genau das brauche ich. Okay. Ich leer? Okay, Verpackungsmaterial wahrscheinlich. Oder ausgelaufen. Ich hoffe nicht. Nee, sieht nicht so aus. Ja, hier sind sie. Galaxy 6. Die habe ich natürlich auch noch bestellt. Die gehört natürlich zu jeder Bestellung dazu. Und da habe ich bei Tosh Pyro zugelangt. Aber nur zweimal. Und was haben wir hier? Hey, was? Wusste ich gar nicht, dass ich die bestellt habe. Black Bulls? Okay, krass. Okay. Ich habe die bestellt. What the fuck? Okay. What? Deswegen fühlen die sich wertig an. So, die sind immer einen schönen Weich. Schön. Danke. Danke, Mensch. Das ist sehr gut. Leute, das wusste ich tatsächlich nicht, dass ich die bestellt habe. Ja, das ist wieder so eine Aktion. Die habe ich natürlich bestellt. Kauf eins, bekomm zwei. Allerdings habe ich. Ja. Naja, ja. Lol, ist da eine Banderole rum? Ja. Oh, sehr schick. Okay. Ja. Oh, lass mal jetzt mal zu. Auch wieder Spanish Cracker. Ja, aber Tosh Pyro hatte wirklich so geile Aktionen, wo ich immer zugelangt habe. Oh, ist das die Relentless? Ja. Oh, geil. Hier ist die Fuhrwerk Total Relentless aus der Barely Legal Collection. Eine Fantasy World Cake. Oh, Alter, ey, Wahnsinn. Alter, 30 mm? Ja, kommt hin. Alter, das ist ja krank. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, 20 bis 25 Euro kostet die, also echt rentabel. Und da geht's weiter. Ja, oh, jetzt echt ausgelaufen. Haben wir hier die Prism Cake von Volt, also auch von Fuhrwerk Total aus der Volt-Serie. Unfassbar geile Gold-Rot-Flimmerweiden. Richtig schick. Wenn die online kommt, schaut da auf jeden Fall rein. Wird richtig geil. Haben wir hier nochmal die Expedition. Expedition, richtig, genau. Oh, die ist auch relativ groß, zeig die mal von oben. Ey, krass, die ist saugünstig, Leute, aber das ist so eine Salbenbatterie. Die haut immer so 5 Schuss auf einmal raus. Krass, krass. Alter, oh ja, die Spinning-Salben sind wirklich ausgelaufen. Oh nee! Naja, egal. Haben wir die nochmal, weil die für den Preis wirklich saustark ist. Und das letzte, was der Lennart rausholt, ist... Leider geil. Da. Jawohl, die Leider geil. Das ist auch eine richtig, richtig schöne Verbundbatterie für 40 Euro. Die kann ich euch schon ans Herz legen, weil die hat wirklich eine gute Schusszahl, hat auch ein gutes Schusstempo. Die Zerleger sind auch relativ in Ordnung. Und für 40 Euro kann man die sich auf jeden Fall gönnen. Und, well, that's it, bro. Das ist richtig. Das war die Tosh-Pyro-Bestellung. Und die Salvos, die denken sich so, leck mich am Arsch. Ey, aber krass, dass 300 Euro, also knapp 300 Euro wirklich in ein Paket passen, hätte ich jetzt niemals gedacht. Lennart, abschließende Worte. Naja, abschließende, berühmte Worte. Sehr schöne Bestellung. Richtig. Ordentlich was dabei. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, wenn euch das gefallen hat, dass Lennart hier geunboxed hat, dann gebt doch mal ein Like. Oder gebt allgemein ein Like, lol. Und wir sehen uns bei hoffentlich noch einer Bestellung wieder. Bis dahin würde ich sagen, haut rein, Leute. Bleibt dran, freut euch, ich bin so überpflichtet. Freut euch auf die Videos, die kommen. Ihr seht's ja hier und haut rein und...